Viele Österreicher wissen momentan nicht, wie sie das tägliche Leben bestreiten sollen. Es fehlt hinten und vorne am Geld. Jetzt steht im Raum doch eine deutliche Gehaltsanpassung auch für die österreichischen Politiker. Dürfen die das jetzt überhaupt so durchziehen? Es ist menschenverachtender Zynismus. Es ist Hohn hoch drei. Es ist in Wahrheit pervers, dass ausgerechnet jene Personen in unserem Land, die für die Inflation verantwortlich sind, nämlich die Politiker, die mit ihren Maßnahmen und ihren Beschlüssen in Österreich diese Inflation erst richtig angeheizt haben und auf 10% gebracht haben, nun die Hauptprofiteure ihres eigenen Versagens sind und 10% mehr Gehalt verdienen. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Es ist ein Schlag ins Gesicht von Millionen Menschen in diesem Land, die jeden Tag nicht wissen, wo sie vorne und hinten sparen sollen, um ihren täglichen Lebensbedarf in irgendeiner Form zu bestreiten. Gestiegene Lebensmittelkosten, gestiegene Energiepreise, gestiegene Treibstoffpreise, gestiegene Heizölpreise, gleichbleibende Pensionen, gleichbleibende Gehälter, mehr oder weniger. Die Inflation frisst alles auf. Und dann liest man in den Zeitungen und hört man, dass der Bundespräsident 3.000 Euro mehr verdienen soll, 30.000 14 Mal im Jahr, als arbeitsloses Einkommen, als Siebenschläfer in der Hofburg, der sich bei 2 Festspielen im Jahr zu Wort meldet und ansonsten dem lieben Gott den Tag stillt, dass ein Bundeskanzler annähernd 26.000, 27.000 Euro verdient, Clubobleute wie Sigi Stinkefinger Maurer mit 18.000 Euro spazieren gehen. Das kann man keinem Menschen in unserem Land erklären. Aber man sieht, dass jene, die über die Sorgen der Menschen befinden sollen, uns vor den Sorgen schützen sollen, diese Sorgen, die das einfache Volk hat, schlichtweg nicht haben. Denn sie betrifft die Inflation nicht. Deren Autos werden durch Chauffeure getankt, die Treibstoffrechnung zahlt der Steuerzahler. Deren Buffets zahlt der Steuerzahler. Für deren Grundausstattung kommt der Steuerzahler auf. Für deren Büros, für deren Klimaanlagen, für deren Strombedarf kommt der Steuerzahler drauf. Und dann bekommen sie noch quasi ein arbeitsloses Einkommen, ein Taschengeld von knapp 30.000 Euro, 14 Mal im Jahr. Diese Republik ist eine Bananenrepublik, ich wiederhole es. Da habe ich jetzt gleich 2 Fragen. Auf der einen Seite, finden Sie, dass insgesamt die Gehälter der Politiker zu hoch angesetzt sind und müsste man jetzt auf diese Anpassung komplett verzichten aus Ihrer Sicht? Also ich bin dafür, dass wir ein Einkommen für Politiker in Österreich schaffen, dass der Leistung entsprechend ist. Bei der gegenwärtigen Leistung der österreichischen Politiker müssten uns die Politiker eher etwas zahlen, dass sie auf den Sesseln des Steuerzahlers in den Parlamenten und auf der Regierung Platz nehmen durften. Normalerweise müssten sie alle etwas zahlen und verdienen wir uns einen Tritt in den Hintern für diese Schadensbilanz der letzten 4 Jahre. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Natürlich bin ich dafür, dass erfolgreiche Politiker, leistungsbereite Politiker, leistungsorientierte Politiker auch dann etwas verdienen sollen, wenn sie etwas für die Allgemeinheit tun. Das tun nur unsere Politiker nicht. Daher ist jeder Cent für dieses lebendige Gammelfleisch im Parlament und auf der Regierungsbank 1 Cent zu viel. Sie damit, dass jetzt vielleicht da auch ein Umdenken passiert, gerade in den Zeiten der hohen Inflation? Ich kann mir nicht vorstellen, dass man es sich seitens der Politik traut, hier zur Tagesordnung überzugehen und einfach 3.000, 4.000 Euro mehr im Monat einzustreifen. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass selbst solche Faktoren wie Herr Schmähammer und Herr Werner Kogler und Herr van der Bellen sich wirklich trauen, mit ihren Gierfingern zuzutrauen. Denn wenn das passiert, ist das der politische Genickbruch für dieses politische Establishment in Österreich. Und dann Gnade Ihnen bei den nächsten Wahlen Gott, denn den werden Sie brauchen, wenn Sie allesamt aus der Regierung und aus dem Parlament fliegen. Immer wieder wird kritisiert, dass die Probleme der kleinen Leute, dem Otto-Normalverbraucher bzw. dem Normaldurchschnittsverdiener in Österreich, dass der ganz andere Sorgen hätte, die die Politiker gar nicht sehen können. Ist das auch aufgrund dieses hohen Grundgehalts sowieso schon eigentlich vorprogrammiert? Naja, was ist die derzeitige Situation in Österreich? Wir sind 3 Jahre durch das Virental und die Corona-Autokratie geschritten und seit 1,5 Jahren erfasst uns die Inflation aufgrund des Ukraine-Kriegs und des Wirtschaftskriegs, den die Europäische Union mit der österreichischen Regierung gegen Russland verkündet hat. Jeden Tag schlagen wir Zeitungen auf.
Der Obsthändler sperrt zu, geht insolvent. Der Möbelhändler geht insolvent. Jeden Tag gehen wertvolle Betriebe in unserem Land in den Konkurs, gehen in die Pleite. Wertvolle Betriebe gehen, schlittern in eine katastrophale finanzielle Situation einerseits. Das heißt, viele Menschen in unserem Land, die von diesen Pleiten betroffen sind, wissen nicht, wie ihre Zukunft aussieht. Täglich erreichen mich hunderte Mails, die ich allesamt schon nicht mehr beantworten kann, weil es einfach zu viel ist von Menschen, die mir ihre Stromrechnungen schicken, ihre Nachzahlungen schicken, ihre Pensionsbescheide schicken. Und wir sehen, dass sich der gesamte Mittelstand, aber auch vor allem jene, die schon bisher leider von Armut betroffen sind, das Leben nicht mehr leisten können. Wir haben zwar eine nominelle Inflation von 7%, sind damit noch immer Spitzenreiter in der Europäischen Union, dürfen aber nicht vergessen, dass wir jetzt 16 Monate eine Inflation von 10% hatten, die durchgeschlagen ist. Wir dürfen uns an den Wahnsinn, an die Hochpreistreiberei nicht gewöhnen. Die Preise sinken in Wahrheit auch nicht. Wir haben einen Rückgang des Wirtschaftswachstums, das heißt, wir stehen antiportas vor einer Rezession. Also bei dieser Gemengenlage, bei dieser wirtschafts-, sozial- und arbeitsmarktpolitischen Gemengelage, würde ich als Politiker in Österreich einfach nur mein Loch graben und mich hineinlegen und mein letztes Vaterunser beten. Denn das ist politisch hausgemacht, möchte ich bei der Gelegenheit sagen. Wir blicken in die Schweiz, in unser westliches Nachbarland und sehen, dass die Schweiz eine Inflation von 2% hat. Selbstverständlich hat sie höhere Lebenserhaltungskosten, selbstverständlich hat sie höhere Gehälter. Aber wir sehen, dass beispielsweise die Schweiz durch diese Krise viel besser gekommen ist als Österreich. Und Österreich wirklich mit dieser Politik erst die Inflation richtig angeheizt hat, die uns allen Österreichern auf den Kopf fällt, aber mit der Politikergehaltserhöhung von 10% aus den scheiternden Politikern echte Profiteure macht. Sie haben gerade auch den europäischen Vergleich hier angesprochen. Man sieht ganz eindeutig, Österreich hat sehr hohe Inflationswerte auch im Vergleich zu Bulgarien, Deutschland, Italien, den Niederlanden. Woran liegt das? Was machen wir falsch? Naja, der Ursprungsfehler war, der Sündenfall war, in Wahrheit Klimabonusse auszuzahlen, die sich die Wirtschaft sofort geschnupft hat mit erhöhten Preisen und erst richtig die Inflation angetrieben hat, anstatt die Lebensmittelpreise amtlich zu bepreisen für einen temporären Zeitraum von einem Jahr, eineinhalb Jahren. Der Fehler war, keinen amtlichen Preisdeckel einzuführen. Ich war letzte Woche in Kroatien. Der Sprit Benzin 95 liegt bei 1,460 auf einer österreichischen Autobahn, und zwar flächendeckend landesweit. Auf einer österreichischen Autobahn bist du unter 1,7 oder 1,8, kommst du noch immer nicht davon. Das heißt, das war der Fehler. Der dritte Fehler war, die Heizölpreise nicht zu deckeln. Und der entscheidende Fehler war auch, die Mieten in Österreich zweimal als Regierung anzuheben durch die Indexanpassung, die Justizministerin Sadic einstimmig mit dem Ministerrat, mit Nehammer und Kogler vorgenommen hat. Das heißt, unsere Lebenskosten wurden in die Höhe getrieben, nicht abstrakte Kosten. Dazu kommen gestiegene Zinsen durch die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank. Das heißt, jeder Häuselbauer, der die letzten 20, 15, 10, 5 Jahre sich ein Eigenheim schaffen wollte und keinen Fixzinssatz hat, wird nun durch die Zinsen erschlagen, die in die Höhe schnellen. Dazu haben wir Infrastrukturkosten, beispielsweise in der Gastronomie, Strom, die Mieten, die Lebensmittelpreise, dass auch Gastronomiebetriebe massiv davon betroffen sind. Das heißt, die gesamte wirtschaftspolitische Gemengelage ist in Österreich desaströs. Desaströs, und zwar nachhaltig desaströs. Das schlägt sich durch. Das ist nicht nur eine schlechte Stimmung, sondern das ist ein Versagen der Politik. Immer wieder wurde über verschiedene Maßnahmen diskutiert, wie unter anderem auch die Senkung der Mehrwertsteuer. Immer wieder wurde dabei aber auch kritisiert, dass das ja auch denen zugutekommen würde, die es gar nicht brauchen. Brauchen unsere Politiker das Geld wirklich? Eben, das ist ja der entscheidende Punkt. Der Herr Babler und Co. und der Herr Kogler, die immer meinen, nein, wir können einen amtlichen Preisdeckel nicht einführen, weil vielleicht 10 Millionäre in Österreich auch davon profitieren könnten, weil sie günstigeres Mehl einkaufen und deswegen sollen 9 Millionen Menschen in dem Land leiden. Genau mit dieser Logik gehe ich nun her und sage, die Politikergehälter gehören eingefroren, und zwar so lange eingefroren, wenn nicht sogar gekürzt, solange dieses politische Establishment in Österreich scheitert. Ich komme wieder zum Anfang.
leistungsorientiertes Gehalt. Wenn ich als Arbeitnehmer keine Leistung erbringe, bekomme ich auch keinen Gehalt und werde gekündigt. Wenn ich als Politiker gegenüber meinem Souverän, dem Steuerzahler, keine Leistung erbringe, ja, dann verdiene ich ausschließlich den Tritt in den Allerwertesten, das heißt den Weg zum AMS. Wir haben natürlich das Problem, dass wir in Österreich lauter gescheiterte Existenzen haben. Das heißt, die kommen ja nicht einmal beim AMS unter das politische Establishment. Höchstens irgendein Industrieller glaubt sich wieder, Lobbyisten die rostigen Nägel eintreten zu müssen. Es gibt immer wieder Politiker, die auch auf den Großteil ihres Gehalts verzichten, unter anderem auch die Grazer Bürgermeisterin Elke K. Finden Sie sowas löblich? Sollten das mehr tun? Naja, das, was Elke K. macht, ist insofern eine Mogelpackung. Ich finde das schon in Ordnung und sie ist die heilige Elke und alles drum heran. Ist insofern eine Mogelpackung, weil sie sich das quasi das Steuergeld in Wahrheit verschenkt. Das mag auch so sein und hat auch seine Berechtigung. Sie holt sich dann über die Arbeitnehmerveranlagung wieder zurück. Das heißt, wenn man sich das Grazer KPÖ-Spendenmodell ein wenig genauer anschaut, ja, dann ist mit voller Hose leicht stinken. Das heißt, der Steuerzahler zahlt in Wahrheit doppelt drauf. Einerseits für den Gehalt dieser Bürgermeisterin, einerseits im Steuerausgleich noch einmal. Denn ich gehe davon aus, dass Frau K. ihre Spendentätigkeit bei der Steuer auch geltend macht als Absetzbeträge. Das ist halt dann die Mogelpackung, wenn man ein wenig genauer hinschaut. Aber das will man nicht hören in Österreich, das will man auch seit 20 Jahren in Graz nicht hören. Denn Elke ist die gute, Elke ist die heilige. Ja, sei es drum. Mir wäre es recht, wenn die Politiker in Österreich nicht spenden, sondern leisten. Sie sollen etwas bekommen, wenn sie etwas leisten. Ja? Und dann sollen sie auch gut leben können. Wenn die Bevölkerung in Österreich gut lebt, das heißt, einem Politiker Geld zu geben, dafür, dass er spendet, dann würde ich sagen, dann geben wir ihm gar kein Geld und behalten als Steuerzahler unser Geld. Vielleicht kommen wir dann besser durch die Krise. Wenn wir also Politikern ein Geld geben, dann erwarten wir uns eine Leistung. Und zudem muss das politische System in Österreich wieder hinführen. Geld, Leistung.